Ja, Thorsten, wir haben eben schon mal ein bisschen über Ninjutsu gesprochen und das, was du hier in Dojo Bundentor betreibst und trainierst mit deinen Schülern. Du hast auch noch ein paar Ansichtskarten, wo ich Ansichtsgedenke, so Geschenke Dinge und kuriose Besenstiele mitgebracht. Vielleicht gemacht. kannst du uns das ja einmal kurz erläutern, was das Okay. im Detail ist. Das hier zum Beispiel, das ist ein Bo. Der hat 1,80 m und Bo ist quasi ja, 6 Shaku. Das sind 1,80 m, also von der Länge her. Damit macht man Stopptechniken, aber auch Speertechniken oder Naginata-Techniken. Das hat fast alles dieselbe Länge beim Ninjutsu wie. Und die Hälfte von diesem ist das hier, ist der Hanbo. Halber Bo. Also ein Der halber hat, Stock. genau. Okay. Han bedeutet halb auf Japanisch. Ah, okay, wunderbar. Und diese werden wirklich als Waffe eingesetzt. Ja, Sowohl zur der Hanbo Verteidigung. als auch der Bo. Ich nehme an, der Bo ist allein schon durch die Länge für Kämpfe auf Distanz schon mal Genau, richtig, geeignet. ja. Das wurde verwendet, um dem Samurai beizubringen, dass man auch ohne Waffe oder Klinge am Ende kämpfen kann, dass er das Gefühl hat, wie man mit einem Speer umgeht oder mit einem Naginata umgeht und dass er überhaupt das Handling. Dabei war es ganz wichtig, dass man die Hände im japanischen System niemals gekreuzt hat. Sondern immer nur so und umgegriffen hat. Es gab verschiedene Bo-Kamae, also Kampfstellungen damit. Und ganz wichtig war immer, niemals die Hände überkreuzen und irgendwelche Drehbewegungen machen. Die waren immer gerade. Das heißt, der Bo und auch der Hanbo sind eine traditionelle Waffe im Ninjutsu. Genau. Über Ninjutsu und alle auch im Bokudo. Stile. Genau. Wunderbar. Wir unterrichten die Bo-Techniken aus dem Kokushinryu. Das ist eine Schule, eine alte Schule, und die unterrichtet Speer, Naginata und Schwert und Tachi, großes Schwert nochmal. Und halt auch mit Hanbo und Bo. Schwert ist ein gutes Stichwort. Ich habe schon eins gesehen. Ja, das ist ein kurzes jetzt hier. Das sind so ganz kurze Dinger, die sind aus Alu, also stumpf. Okay, Kann man sich nicht also mit schneiden, auch nicht mit rasieren. und damit wird doch trainiert. Ja, aber erst mit Holzwaffen, das heißt erst mit dem hier. Weil das verzeiht einen Fehler, das ein paar weniger und ein scharfes gar keinen. Gar kein Fehler. Nein. Okay. Das heißt, auch in Prüfungen werden Schwerter benutzt. Ja, zum Ausweichen, zum Distanztraining, zur Konzentrationsübung, alle Schwertechniken, die professionell durchgeführt werden, werden immer. Hier siehst du so ein Holzstück da drin, das Ja. nennt sich Mekugi. Wenn Ja. man das benutzen möchte, träufelt man einen Wassertropfen drauf. Der dehnt sich aus und so kann die Klinge, die hier durch ein Loch an diesen zwei Holzdingern festgemacht worden ist, nicht rausrutschen so. Ah, okay. Das Wunderbar. Holz geht auseinander. Deswegen, jeder, der mit Schwertern trainiert, weiß, dass man das beträufelt. Okay. Geheimes Wissen. Was hast du uns noch Schönes mitgebracht? Ich sehe da so komische Haken. Ja, das sind Kletterwerkzeuge, aber auch Trainingswaffen. Die schneidet man sich so über die Hände. Die sind jetzt stumpf, also ja, sind aus Metall zum Klettern. Wenn ihr das zum Klettern benutzt, warum? Die wurden dann hier an den Handgelenken festgemacht oder festgebunden. Es gibt die auch für Füße. Man nennt die auf Japanisch Shuko oder Kumanote. Bärenhände, Bärenkralle. Du siehst hier, die sind gerade und die sind direkt krumm. Die hier sind zum Blocken von Schwertern und Klingen. Und diese hier halt, um wirklich zu klettern. Kann man aber auch am Fuß dran machen. Ah, okay. Und im Nahkampf ist das natürlich eine ziemlich gefährliche Waffe. Das kann ich mir gut Ja, vorstellen. wird aber eben meistens ab vierten Dan trainiert. Was haben wir noch von dieser kleinen Kiste hier? In dieser kleinen Kiste sind Bushuriken. So aus. Oi. Das sind wie Nägel im Prinzip. Und die werden so geworfen. Mit der Arme lang gelassen. Und so und nach vorne. Sind Und das hier dann, aus Metall? ja, erst üben wir
mit welchen Essstäbchen, weil die sind so leicht, dass es irre schwer damit zu werfen, zu treffen. Aber wer die werfen kann, der kann diese alle Male werfen, auf jeden Schraubendreher. Und dann haben wir hier noch eine Schobe, so eine Kammer, also eine Sichel und hier so ein Ring drum. Das wird man um die Beine werfen oder irgendwo rüber werfen, die Arme und Beine zu verknoten oder den früher den Reitern vom Pferd zu holen, indem man das Ding wo festgemacht hat und das den Pferden um die Beine geworfen hat. Und dieses Ding waren so scharf, dass die Pferde sich die Beine daran abgestellt haben. Die sind jetzt komplett stumpf. Dann trainieren wir noch mit Übungsmessern. Ja. Ja. Nichts Besonderes. Und wir haben sogar zum Üben solche Fukijawa. Das ist so Busrohr. Ein Blasrohr? Ja. Ah, okay. Ja. Steckt man dann zusammen. Welche Waffen fehlen uns jetzt hier noch aktuell? Was ist eine typische Ninja-Waffe? Die richtige Shoge. Also das ist so ein Messer mit so einem Haken dran und unten so ein Ring oder eine Bleikugel, je nachdem, wie das aussieht. Das ist eine richtige, aber das ist eine scharfe Waffe und die Klinge ist halt überlang und deswegen ist der Besitz in Deutschland verboten. Okay, auch wenn es ein Sportgerät ist. Ja. Yeah. Ah, okay, alles klar. Was davon ist deine persönliche Lieblingswaffe? Wo würdest du sagen, das ist die Waffe, die du mitnehmen würdest? Naja, ich glaube nicht, dass jemand mit einem Schwert auf die Straße geht, sondern wenn, dann hat man einen Knüppel. Ja, und der lange ist natürlich besser als der kurze. Ne? Ja. Und wenn der bricht, hast du immer noch einen kurzen. Ja, super. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ja. Dankeschön. Bis dann. Ciao.